Dies ist ein erstes Video zu der Programmierumgebung Snap. Die hieß früher BIOP. Und das ist eine grafische Programmierumgebung, die es euch ganz leicht machen soll, das Programmieren zu erlernen. Denn ihr müsst euch bei einer grafischen Umgebung noch nicht so darauf konzentrieren, wie die einzelnen Programmtexte eigentlich heißen, wie die Variablen genau heißen, sondern ihr könnt das durch Zusammenklicken oder die Programme durch Zusammenklicken zusammenstellen. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Wir werden mit dieser Oberfläche hier arbeiten. Es gibt inzwischen eine Versuchsversion, die man aber nur im Browser bearbeiten kann. Die sieht so aus. Die hat ein paar mehr Funktionen und ist eigentlich auch ein bisschen schöner, aber das Abspeichern der Projekte bereitet uns in der Schule etwas Schwierigkeiten. Deswegen nehmen wir im Moment diese Oberfläche. Dieser Editor teilt sich in drei Bereiche auf. Hier auf der linken Seite könnt ihr nachher Teile auswählen, aus denen sich das Programm zusammenstellt. Das eigentliche Programm werdet ihr hier erstellen. Und hier, diese Fläche ist dann nachher das, wo ihr sehen könnt, was euer Programm eigentlich macht. Ziel ist es, ein kleines Spiel zu programmieren. Und ihr könnt denn jetzt hier zum Beispiel durch das Drücken auf die grüne Fahne das Spiel starten. Ihr könnt es anhalten oder ihr könnt auch während ihr spielt hier auf dem roten Punkt das Video, ein Video eures Spiels sozusagen aufnehmen. Nun aber erstmal kurz dazu, wie man jetzt dieses Programm hier in diesem mittleren Fenster erstellt. Dazu sehe ich hier unten, dass ich hier verschiedene Objekte habe. Und zwar sind das die Objekte, die nachher in meinem Fenster hier in meinem Spiel auftauchen und die irgendwelche Bewegungen ausführen, irgendwelche Aktionen ausführen. Und ich kann jetzt den Programmtext zu verschiedenen Objekten hier in der Mitte schreiben. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel neue Objekte erzeugen und kann jetzt sagen, wie das Objekt aussehen soll, was das für eine Form haben soll oder eine Darstellung hier. Meinetwegen eine Biene. So wird das Objekt nachher dargestellt. Ich kann natürlich auch eigene Bilder zeichnen, die ich dann hier einfüge. Wenn ich hier in der Mitte auf Kostüm gehe oder Kostüm, dann kann ich das hier auch bearbeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Bild kleiner haben. Das ist mir viel zu groß da auf dem kleinen Bildschirm. Ich kann es hier noch weiter bearbeiten. Oder ich kann, wie gesagt, hier auch über Importieren ganz eigene Bilder einfügen. Ich muss also nicht die vorgegebenen Bilder benutzen. Da könnt ihr kreativ sein und mit Paint zum Beispiel irgendwas Nettes zeichnen, was ihr dann hier auf dem Bildschirm bewegen lassen wollt oder wo Aktionen ausgeführt werden sollen. Ich muss also jetzt hier das Objekt auswählen, welches ich programmieren möchte. Ich möchte jetzt hier mal diese kleine Biene programmieren. Und das mache ich jetzt hier in diesem mittleren Fenster. Dazu entscheide ich, was ich machen möchte. Und hier oben habe ich eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten. Und das ist es gerade, was ihr jetzt lernen sollt in dieser gesamten Einheit. Wie programmiere ich eigentlich? Was für Elemente gibt es, die mir ein Programm zusammenstellen? Was das genau ist und welche Elemente es da gibt, das erfahrt ihr in den weiteren Videos. Ich möchte euch hier bei diesem Einstiegsvideo erstmal nur zeigen, wie ich grundlegend hier ein Programm zusammenkriege. In der Regel fängt man hier bei Steuerung an. Jetzt mache ich einfach über Drag and Drop, ziehe ich mir dieses Element hier rüber und damit fängt jetzt mein Programm an. Und ihr seht, das ist sehr schön in Deutsch. Wenn also diese grüne Fahne da geklickt wird, dann soll etwas ausgeführt werden. Meinetwegen, da soll eine Bewegung ausgeführt werden. Klicke ich hier oben auf Bewegung und dann sage ich, zum Beispiel ändere die X-Position um 10. Dazu muss man wissen, dass hier in dieser Malfläche ein Koordinatenkreuz hinterlegt ist. Der Ursprung ist hier in der Mitte. In der Informatik eigentlich oben links in der Ecke und dann geht die positive Y-Achse nach unten und die positive X-Achse hier rüber. Aber die Leute, die diesen Editor erstellt haben, haben den Koordinatenursprung hier in die Mitte gelegt und dann wie in der Mathematik auch die positive X-Achse in die Richtung und die positive Y-Achse nach da. So, wenn ich das Programm jetzt laufen lassen würde, dann würde das bedeuten, dass wenn die Fahne geklickt wird,
die Position um 10 Schritte in positive X-Richtung geändert wird. Und zwar von diesem Bienenobjekt. Das kann ich euch jetzt einmal zeigen. Dazu mache ich das hier mal weg, weil sonst sieht man die Biene hier gar nicht so richtig. Ich klicke jetzt hier einmal auf die grüne Fahne und ihr guckt mal genau, was die Biene da macht. Die bewegt sich ein Stück. Jetzt kann ich das nochmal machen. Dann bewegt sich noch ein Stück und noch ein Stück. Das kann ich natürlich auch anders regeln, wenn ich keine Lust habe, hier immer wieder 10, 10, 10 und so weiter zu drücken. Dann gibt es hier weitere Steuerelemente, die dann zum Beispiel sagen, wiederhole fortlaufend oder hier zum Beispiel wiederhole 10 Mal. Das klicke ich jetzt einfach da rein. Und jetzt bedeutet das Programm, wenn die grüne Fahne geklickt ist, wiederhole 10 Mal, ändere die Position um 10. Wenn ich jetzt hier auf die grüne Fahne klicke, dann geht er eine ganze Ecke weiter, nämlich 10 mal 10 Schritte. So, da gibt es eine ganze Menge, was man ausprobieren kann. Und wie gesagt, in den anderen Videos wird euch dann auch noch genauer erklärt, was dieses mit dem Wiederholer auf sich hat oder wie man Unterscheidungen machen kann, was Variablen sind, wie man den Malstift anwenden kann und so weiter. Hier geht es erstmal nur um ein grundlegendes Verständnis, wie dieser Editor aufgebaut ist. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spieleprogrammieren.